Hallo ihr Lieben, heute eine Premiere mit Gesicht, aus einfachem Grund, dass es heute um das Ding auf meinem Kopf geht, nämlich um dieses Haarband. Das wird definitiv die schnellste und die leichteste Näheanleitung meines Lebens. Ich habe ewig überlegt, ob das überhaupt eine braucht, aber ich fände es schade, wenn es keine gäbe und wenn nicht alle wüssten, wie einfach es ist, so ein Teil zu machen. Mein allererstes habe ich tatsächlich gekauft und so wie ich bin, habe ich es auseinandergenommen, um zu gucken, wieso, weshalb, warum. Und es ist so einfach, das kann tatsächlich jeder, auch eure Kinder. Glaubt mir, meine Kinder haben schon mitgemacht. Über das Ding brauche ich nicht viel sagen. Das ist ein Accessoire oder für die Bad Hair Days. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ich trage es ganz oft im Herbst oder im Frühling, wenn es zu warm für die Mütze ist, aber noch, aber schon ein bisschen kalt an den Ohren und so auf dem Fahrrad, weil ich sehr viel Fahrrad fahre. Ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt, was ihr alles dafür braucht. So, natürlich brauchen wir ein bisschen Stoff. Wie man sieht, das sind so Stoffstreifen, alles Reste, die ich hatte aus von verschiedenen Projekten, die ich schon mal genäht habe. Wir haben hier Leinen, das hier, ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Das ist irgendetwas mit Wolle und hier ist ein bisschen Musselin. Es geht eigentlich alles, was ihr wollt, was ihr an Resten habt, nach eurem Geschmack. Ich würde nichts nehmen, was zu steif ist, weil das lässt sich dann einfach nicht gut binden. Ich glaube, dass tatsächlich auch Jersey geht. Ich würde es aber nicht nehmen, weil Jersey geht auch ohne jegliche andere Hilfsmittel sehr gut alleine. Das Hilfsmittel, was hier drin steckt, damit es so gut zu binden geht, ist das hier. Das ist ein Aludraht in der Stärke 2 mm, genau. Und wie man sieht, das bleibt einfach da, wo ihr es hinbiegt. Und dadurch ist es im Haarband auch so super. Das wird in diesen Streifen mit verarbeitet und dann könnt ihr euer Haarband um den Kopf binden und das bleibt einfach den ganzen Tag dort, ohne zu verrutschen. Und ich finde das wirklich ziemlich genial. Das Teil bekommt ihr in jedem gut sortierten Bastelladen oder bei dem Online-Bestellriesen mit dem großen A. Gibt es in großen Mengen, kostet wirklich nicht viel. Ihr braucht pro Haarband 1 Meter davon. Von dem Stoff braucht ihr entweder 2 Streifen, 10 cm Höhe und von der Breite sind das 95. Zum Beispiel von dem Stoff hier hatte ich ja nicht genug. Das werde ich stückeln, das geht auch super. Auf dem Kopf sieht man das später nicht. Bei dem hier habe ich genug und ich hatte sogar so ein Stück, dass ich es in einem Stück habe. Das heißt, ich muss es dann nur an eine Seite zunähen. Also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich kann euch beide Varianten zeigen. Es ist absolut kein Ding. So, mehr als das brauchen wir ja nicht. Und jetzt werden wir loslegen. Wenn ihr eure Stoffstreifen vorbereitet habt, das heißt, ihr habt die gewünschte Länge, entweder gestückelt oder an einem, legt ihr die rechts auf rechts und näht in einem Rutsch diese lange Strecke hier zu. Wenn es jetzt aus einem Stück ist, wie hier bei mir, ich muss das nur an der einen Seite machen, ansonsten muss man das an beiden Seiten machen. Die beiden Seiten zeige ich euch gleich danach. Ich mache jetzt erstmal das eine hier, das nur die eine offene Seite macht. Auf jeden Fall braucht ihr auf der einen Strecke hier in der Mitte eine kleine Wendeöffnung. Die muss nicht groß sein, nur so, dass ihr das Ding gewendet bekommt und diesen Aludraht da reinschieben könnt. An dem Anfang und am Ende nehmen wir nicht ganz gerade, sondern das ist hier jetzt bei mir der Bruch oder später die gerade Naht. Dann machen wir die andere Seite und nähen von hier oben so eine Schräge nach unten, bis wir dann diesen 1 cm Nahtzugabe haben und dann machen wir weiter. Und das machen wir dann am Ende
vom Haarband auch. Damit erreicht ihr, dass euer Haarband an den Enden spitz ist und das macht es leichter, das später an den Kopf zu stecken. Und jetzt legen wir mit dem Nähen los. So, genäht ist es jetzt. Jetzt schneiden wir das, was hier zu viel ist, an den Ecken weg, damit es uns nachher nicht stört. Am Ende und am Anfang. Und dann werden wir das Ganze jetzt durch die Bänderöffnung, wo ist sie? Hier. Einmal wenden. Geht auch relativ schnell, weil der Stoff hier ja fein ist und es ist ja nur eine gerade Strecke. Das heißt, da gibt es kein großes Ziehen und sowas, wie manchmal bei Taschen und so, kennt ihr ja schon. Da könnt ihr am Ende nur diese Ecken hier, also nicht die Ecken, die Spitzen, einmal ausarbeiten. Ich mache das immer mit so einem Stift, ganz professionell. Immer reinschieben, einfach mal rausdrücken, die Spitze. Und dann lässt sich das dann später beim Stylen besser unter das Haarband schieben, wenn es spitz ist. Das ist eigentlich der einzige Grund. So, das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. So, das nächste, was wir jetzt brauchen, ist das Aludraht. Das habe ich jetzt hier. Das werde ich jetzt aufmachen. Ich habe es im Bastelladen gekauft. Da wird es immer an, oh, Entschuldigung, jetzt sieht man gar nichts mehr hier, was ich mache, an 2 Meter Stücken verkauft. Deswegen messe ich das jetzt einfach mal grob so ab. Das müsste jetzt hier die Mitte sein von einem Stück. Und ich brauche ja 1 Meter. Dann nimmt man hier die Zange und macht das einmal ab. Mit ein bisschen Schmackes. Meine Zange ist nicht die beste, aber es geht schon. Da. Jetzt ist ab. So, damit ihr nachher keine Probleme damit bekommt in eurem Haarband, nehmt ihr jetzt diese kleinen Ecken hier und schiebt die so zurück an beiden Enden, damit es nicht spitz ist. So, das war's schon. Jetzt müsst ihr das noch einmal in die Mitte biegen. So hier. Und schiebt das Ganze jetzt in die Bänderöffnung rein. Ein bisschen eng hier, die eine Seite hier lang. Und die andere zu der anderen Seite. Ich hoffe, man sieht irgendetwas hier drin. Ich habe mich jetzt irgendwo verhaspelt. Ich habe was. So. Jetzt noch die Seite. Und schon ist das Teil drin. Wenn ihr es einmal drin habt, könnt ihr es jetzt ganz gerade ziehen wieder, bis das so ist, dass es passt. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist die Bänderöffnung schließen. Und schon seid ihr fertig, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich schließe die Bänderöffnung ganz einfach mit der Nähmaschine, weil wenn ihr euer Garn passend zum Stoff habt,
sieht kein Mensch mehr nachher auf eurem Kopf diese Naht. Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht hinstellen und das ewig mit der Hand machen, sondern ich schiebe das Ganze jetzt hier drunter und mache es gleich fertig. So ihr Lieben, die Bänderöffnung ist zu. Da ist sie. Von nahen würde man die jetzt sehen. Gehen wir weit weg, sieht das kein Mensch mehr. Deswegen finde ich es wirklich unnötig, sich da irgendwie ewig dran aufzuhalten. Und das Ding ist jetzt schon fertig. Deswegen meine ich, also das kriegt tatsächlich auch jedes Kind hin. Ich finde, das ist ein schönes Projekt jetzt für den Herbst, wenn es draußen dunkel ist und man nicht weiß, was man mit den Kindern anfangen soll. Ist es eine schöne Sache. Ich werde auf jeden Fall mit meinen Kindern ganz viele nähen, denn diese Weihnachten werden sehr viele davon verschenkt. Der hier ist übrigens für meine Schwester. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ding bindet. Ich mache mal hier meins ab. So. Am besten ist es, wenn ihr euch die Mitte nehmt, legt es hier hinten auf euer Hinterkopf und zieht es so nach oben. Schön fest, weil es soll ja halten. Dann wechselt ihr hier die Seiten und zieht es jetzt so hier nach unten. Und dann nehmt ihr euch zuerst eine Seite vor, die ihr dann hinten unter das Band schiebt. Diese spitze Ecke, die ihr genäht habt, hilft euch jetzt. Die wird jetzt so drunter geschoben. Und dann sitzt sie fest. Und jetzt macht ihr die andere Seite genauso. Schiebt euch hier drunter. Ja, ich schiebe mal ein bisschen das Ganze hier hoch, damit man es sehen kann. Die Kamera sitzt zu tief, Entschuldigung. So. Und schon sitzt das Ganze. Was man noch machen kann, ist, ich muss mal hier tiefer rutschen, Entschuldigung. Ich bin sehr professionell. Wenn man hier oben jetzt, ich gehe mal näher ran, das Ganze verdreht, dann hat man hier so einen Pseudoknoten, wie bei manchen Wollstirnbändern habe ich das gesehen. Das kann man auch tragen. Oder wenn man es einmal verdreht hat, kann man es auch oben lassen. Und dann ist man ein Osterhäschen. Das soll jetzt ein Spaß sein. Die Idee war übrigens von meinem Mann. Apropos Osterhäschen, wenn ihr das Ganze kürzer näht, dann könnt ihr das auch, also bei kleinen Mädchen, so machen und dann habt ihr oben eine Schleife. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, jetzt rutsche ich mal wieder hoch. Was man auch machen kann, ist das Ding um den Pferdeschwanz zu binden. Wenn es dann so ist und dann am Ende kann man es auch so verdrehen. Ich finde, das sieht auch schön aus, wer die Haare dazu hat. Ja, also die Möglichkeiten sind viele da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen und wir sehen uns bald.